So, herzlich willkommen von Home Adventure zum neuen Video. Ja, diesmal sind wir wirklich im Nationalpark und wir fahren zu einem Kloster. Und unterwegs treffen wir wieder Schweine, diesmal aber nicht kleine, sondern große, und die versperren uns den Weg. Aber meine Wölfe, vor allem Angie, hat denen gesagt, sie sollen mal schön Platz machen. Ja, es wird spannend auf jeden Fall, und ich bin ja dann da ziemlich mit dem Sebastian Offroad dann unterwegs gewesen, haben uns halb verirrt in diesem Dschungel-Nationalpark, und so lassen wir euch gleich das anschauen und bis später. So, wir sind weiter unterwegs nach oben, diesmal alleine. Der Sebastian ist seinen defekten Kühlschrank holen gegangen. Sein Kühlschrank ist nämlich ausgestiegen vor etwa 2 Tagen, Kompressor hinüber, und den hat er jetzt reparieren lassen. Der sollte jetzt fertig sein und dann wird er wieder zu uns da in die Mountains hochkommen. Und dann werden wir wieder sehen, und er hat auch seine Kühlprodukte wieder, weil die sind jetzt momentan bei mir drin. Hier gelandet nach der Offroad-Fahrt, und schon haben wir noch einen Hund mehr. Und einen netten Hirten, der uns hier in Serbisch bequatscht. Am Höfe stehen leider gar nichts. Und der Weiße und der Schwarze, die unter unserem Camper sich gleich Schatten suchen. Ein richtiger Herdenschutzhund und ein kleiner Hütehund. Ja, die Angie schließt Freundschaft. So macht man das als Hund, wenn man Hundesprache kann. Spiele? Angie schließt gerade Freundschaft mit dem schwarzen. Mit der schwarzen Hündin. Sie hat mich gebissen. Da, verkratzt. Alles verkratzt. Wow, eine riesen Wolke kommt auf uns zu. Das ist ja Wahnsinn. Sieht toll aus, hä? Ein Pilz.
So, wir sind ja hier jetzt völlig abgelegen. Jetzt habe ich Internet gesucht und den Bauernhof gefunden. Und die haben gesagt, du musst genau hier hinstehen. Dann waren zwei Fußabdrücke da vorne am Boden. Und genau da musste ich mich hinstellen, um ein bisschen Internet zu haben. Aber mehr nicht. Das, ja, ist eine andere Welt hier. So, das ist unser Platz und es donnert und blitzt, aber nicht hier. Geht schon wieder auf, leider kein Regen da, aber wunderschöne Gegend, herrlich. So, der Sebastian hat uns jetzt auch gefunden im Gewitter, kurz bevor es finster wird. Und wir hatten uns schon in den Camper zurückgezogen, weil es hier mega geregnet hat. Jetzt kommt er. Super. Der rutschte, Wahnsinn. Es hat ein bisschen geregnet und jetzt rutscht der umher. Hey. Klasse. So. Hat's geschafft. Servus! Hast du es geschafft? Ja. Kühlschrank gut! Ja. Kühlschrank wieder gut! Kühlschrank kühlt, das Bier ist kalt. Sehr gut! Ja. Es regnet. Jetzt bist du aber schön umhergerutscht. Mega geil. Hi, servus! Ihr habt uns gefunden, trotz kein Internet. Ja, hier gibt's ja kein Internet. Ich dachte schon, du bist sicher voll in den Regen gekommen. Oh! Abwassertank! Runtergekommen? Ja. Wie hast du den befestigt, nicht von unten? Zwei Spanngurte drumherum. Das hat mal so ein bisschen betröppelt. Ah ja, und da hat es auch wenig. Der Himmel ist so dramatisch. Ja, du weißt nicht, 30 Sekunden kein Signal hat, ja, dann fliegt die alles zurück, ja, und die, ja, waren ja schon 2 Kilometer weit. Ja. Ich bin dann alles zu Fuß zurück. Ja. Das ist ein schöner Morgen, wenn die Tiere uns besuchen kommen. Morgens um 8. Und der Kollege da, Kollegin. Ja, Angie. Hä? Oh, da oben kommt noch ein Hund. Die Herdenschutzhunde kommen. Oh, hallo. Hallo, Kollege. Ja, Angie. Ja, da wohnst du. Ja, ja. So läuft das, hä? Mir. Ja, ja, Essen ist gesund. Hey, Angie! Nicht so viel Besuch! Hä? Ja, sag dir mal hoi, hä? Muss ich mal hoi sagen? Der ist grösser wie du. Ja, das ist der Chef. Sebastian, erzähl mal, was ist das Problem? Das Problem ist, dass ein Spanngurt vom Abwassertank ist wohl durchgescheuert auf dem Weg hier hoch. Und jetzt hängt er auf 7:30. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir einen neuen Spanngurt da dran binden, der oben einen Kantenschutz bekommt, damit es den nicht auch noch durchscheuert. Gut. Sonst, das heißt Arbeit. Ja, wunderschön. Aber du liegst ja da, schön, ja, bequem. Wunderbar.
Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Ne? So, das ist ein Abwassertank. He? Ja. Ja, die Position ist nicht optimal. Nee, normalerweise hängt er deutlich weiter oben. Und, aber ja. Noch ist er da. He? Noch ist er da, das ist schon mal gut. Und der Kühlschrank läuft dafür jetzt. He? Der läuft. Tipptopp. Das gehört dazu. Ja. Fahrradtour. Mit dem Camper geht das nicht hier durch. Ja, hier schon, aber sonst Wald und alles. Aber mit dem Fahrrad geht das wunderbar. 5 Kilometer. Nur heute. Letztes Mal waren es 40 übrigens. Und wir gehen jetzt zu einer Kirche. So, wer noch eine gute Basis sucht, der kann hier fündig werden. Okay, gut ist sie nicht. Der hat gebrannt. Uiuiuiui. Tja, hä? Viele kennt man nicht mehr. Keine Ahnung, was für eine Marke. Ihr wisst das sicher besser. Aus! Oh, hier gibt's Schweine. Nein, Angie. Honda. Ja, die verteidigt natürlich ihre Jungen. Angie! Nein! Da ist Action. So, überall Riesenschweine. Da oben auch. Und wir müssen da durch. Ah, bin da gerade auf einer Steigung. Angie, nein! So. Also die Schweine sind sicher gesünder wie unsere und die lassen sich nichts bieten. Jetzt ist gut, Angie. So, sie sind runter und wir können jetzt durch. Die leben da unten im Bach. Hey. Da finden sie alles zum Essen, man lässt sie. Und irgendwann, ja, müssen sie dran glauben. Das war jetzt stark. Also hier richtig gute, schöne Natur. Mit einem kleinen Offroad kann man hier sich vertun. Also es ist herrlich, mir gefällt das. Sehr viel Natur. Sogar Schweine. Da kommt sie, die Mountainbike-Spezialistin. Die muss was durchhalten mit mir. Aber sie stellt sich ganz gut an. So, da vorne ist die Kirche. Und was ist an dieser Kirche so besonders, dass man da hingeht? Nichts. Weil man braucht ja ein Ziel. Und das ist unser Ziel. Ein Gebäude. Ja, so ist das. Es sind auch Menschen da. Oh, das sind sogar Nonnen. Also das ist sogar in Betrieb. Das ist ein Kloster. Also doch noch eine Bedeutung. Hä? So, wir sind hier jetzt, es ist ein Kloster, hier leben Nonnen, 8 Stück, da hinten ist eine, Esel, da bereitet auch eine was vor, die ist gerade rein und ja, die leben, das meiste produzieren sie selber, ein paar kleine Dinge müssen sie kaufen, hübsch gemacht. So, wir sind noch nicht in der Türkei, aber in einem christlichen Kloster und das gehört sich hier. Hübsch! So, wir gehen in die Kirche. Ja, jetzt wurden wir noch zum Tee eingeladen, obwohl ich gesagt habe, wir haben gar kein Geld mitgenommen. Und trotzdem, wir setzen uns da draußen hin. So, hier ist ein kleines Häuschen. Schauen, was da gemacht wird. Vielleicht eine Toilette.
Hände waschen auf jeden Fall. Ja, ich denke, dass es eine Toilette ist. So hat man früher ganz einfach gelebt. Sogar betoniert. Uiuiui. Ui, ui. Sind die süß? Aber Angie ist schon unter Spannung. So, wenn sie so ruhig stehen bleibt, kommen die her. Babykatze? So fein. Hey. Ladebusi. Nein, Angie. Der Weg entpuppt sich als großer Dschungel. Wir fahren durch den Dschungel. Schöne Scheiße. Gute 4 Kilometer Dschungel. Tja, was soll man machen? Nein, schon vor der Kurve am besten. Was hier? Ja, vor der Kurve. Okay. So ab und zu einen Ast abschneiden, wir sind echt im Dschungel gelandet da. Aber wir kommen wieder raus, was meinst du? Ich hoffe es. Der große und der kleine Bruder, du hinten dran. Du musst nur ganz nah auffahren. Ja, ja. Noch 2,5 Kilometer Dschungel. Eigentlich eine Lichtung. Ich denke, das war die Taufe, die grüne Taufe meines Marius. Dschungelerlebnis, Kratzer rechts, links. Gehört einfach dazu. Gibt Schlimmeres. So sieht das mit meiner Dachkammer aus. Da sehe ich dann genau, ob die fetten Äste drüber gehen. Die Kleinen gehen ja noch auf Alkoven und streichen über die Solarpanel, das ist nicht schlimm. Aber meine Hotspot-Funktion ist jetzt verschwunden. So, jetzt macht das Offroad-Fahren wieder Spaß. Einfach normale Piste. Die Bäume nicht mehr im Weg. Aber bald sind wir draußen, noch etwa 400-500 Meter. Dann haben wir es geschafft. So, das war glaube ich die letzte enge Stelle. Ja. Also jetzt sind wir auf der 389, das ist keine Teerstraße. Wir dachten, da kommt Teerstraße, kannst vergessen, es ist auch eine Offroad-Straße und die geht, keine Ahnung, 40 Kilometer durch diesen
Dschungel, hey. Nationalpark. Ja, ich glaube, danach haben wir wieder mal genügend Offroad-Erfahrung gesammelt. Hey. Also da sind wir noch am Weilchen am Fahren. Ei, ei, ei. Ja, nur Hauptsache, wir kommen wieder raus. Oder halt hier rückwärts in die Rabatte. Ja. Ja. Ins Gemüse. Ja. Da, davon liegt erst noch mal ein Stückchen Holz. Ich glaube, dahinter kann man reinfahren. Ja, irgendwas habe ich gesehen. Da ist schon mal einer rein. Weiter hinten. So, wir haben entschlossen umzukehren, weil... diese 389 ist ja ein Dschungel auch, ein bisschen besser wie die letzte, aber die geht 45 Kilometer durch tiefsten Urwald vermutlich. Und jetzt fahren wir lieber zurück auf, und bleiben auf der 389. Das sind dann nur 20 Kilometer und das sieht auch besser aus, mehr Lichtung und so weiter. Dann geht es jetzt wieder zurück Richtung Bohr zu einem Stausee. Ja, manchmal siegt die Vernunft. Hä? So, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir abgebogen sind und jetzt geht es in die andere Richtung. Diesmal fährt er voraus. Ja, auf Maps.me ist die Karte schön weiß. Und auf Google Earth eigentlich auch. Der Ding ist ja auch weiß. Also ja, bitte, ja. Was willst du? Ist doch weiß, oder? Ja, ja. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Sebastian getraut sich nicht so in die Spurrille zu leihen, weil er denkt, das Differential könnte anstehen, aber das braucht noch viel mehr. Habe ich jetzt nicht so bedenken. Ja, und hier fahren bestimmt auch Sattelschlepper durch. Haben wir mal einen gesehen, die das Holz holen. Aber denen ist das natürlich egal, die raspeln einfach alles weg. Da ist so eine Spurrille. Aber das geht. Also Womb Adventure, Abenteuer, nicht umsonst. Wir haben wieder mal Abenteuer. Ganz so geplant war das nicht. Und wir hoffen, wir kommen durch. Man weiß nie, gestern hat es ein bisschen geregnet. Hier hat es Verwaschungen, man sieht es. Ja, dass die Reifen das hoffentlich durchhalten. Da sieht es deftig aus. Schon jemand aufgeräumt oder auch nicht alles, nein, da hat niemand aufgeräumt, der ist abgebrochen im letzten Sturm. Ja, das ist Wahnsinn. Sehr nett. Hast du gesehen? Die Eli hat gefilmt. Ja, ja, ich hab's gesehen. Warum stand er so quer? Zum Glück keine Arbeit gewesen. Weil wenn das ein dicker Stamm ist, hey, gute Nacht. Hey.
sieht ein bisschen aus wie bei uns. Das ist ein Buchenwald. Wie eine Waldstraße. Und das ist hier offiziell eine Straße 389. Ihr könnt ja alles auf, wie heißt die App? Wie heißt die App schon wieder? Polar Steps verfolgen, wo wir da durchgeeiert sind. Auf Polar Steps, der Link ist unten verlinkt im Text. Ich hatte gerade kurz mal Internet. Sag mal, alle WhatsApp-Nachrichten rein. Ja, Internet haben wir auch schon lange keins mehr. Ohne Internet ist es möglich, aber beschissen. Der Sebastian, der ist mir davon gedüst. Der geht, macht das Ganze ein bisschen schneller. Aber ja, ich mache es ein bisschen schonender. Dass die Stoßdämpfer und so weiter nicht gerade überhitzen und was auch immer alles noch da belastet wird. Wenn ich mir das so anschaue, frage ich mich echt, wo der auf der anderen Stelle, wo der hingewollt hätte, in die andere Richtung. Irgendwie seltsam. Freude herrscht bei jeder Lichtung. Aber eben die fetten, dicken Äste sind meistens weit oben, außer der hier, aber ja nun, der muss jetzt über den Alkoven halt hochgedrückt werden. Ich sehe ihn an der Kamera, alles nicht schlimm. Deswegen hat man einen Alkoven, das ist wie ein Keil, der alles nach oben drückt. Gar nicht so schlecht. Und oben gleitet es dann einfach über die Solaranlage, ist auch geschützt vorne. Ja, da fahre ich halt ins Loch rein, statt die Bäume. So. Juhu! Rennstrecke hier. Ja, ist der Wahnsinn. Ja, an dieser Stelle hören wir jetzt auf mit den Videos, weil sonst wird es zu lang. Ihr seht dann den nächsten, zweiten Teil von dieser Abenteuerreise, ja, wie das weiterging, wie wir da rausgekommen sind. Und ja, es ist wirklich interessant und spannend. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei beim nächsten Mal in ein paar Tagen. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch und empfehlt den Kanal weiter. Danke und bis bald!